Da zeige ich euch nur ganz einen besonderen Hund. Und zwar ist das ein Cockapoo. Und Cockapoo ist ein Zwergpudel mit Cockerspaniel. Und die Hündin da, die ist 4 Monate alt, ist wirklich kleinwüchsig. Und wenn ihr die jetzt genau anschaut und man weiß es nicht, sieht man eigentlich nur einen Pudel. Die Züchterin hat jetzt das Fell so ein bisschen geschärft, so ähnlich wie man es beim Pudel macht. Und das ist wirklich ganz eine reizende, liebe kleine Hündin. Die ist noch frei und zum Haben. Und der Vorteil ist bei den Cockapoo, diese Mischung wird ja mit Absicht gemacht von den Züchtern, weil man beide Vorzüge der Rassen ineinander vereint. Poo-Mischlinge werden deswegen gemacht, weil sie keine Haare verlieren und super geeignet für Allergiker sind, aber natürlich auch für jeden anderen, der nicht überall im Gewand und in der Wohnung Hundshaar haben will. Und die Frisur kann man scheren oder nicht. Lasst man es lang, schauen sie aus wie kleine schwarze Schafe und schneiden wir es ab, werden sie putzig, hübsch, so wie die kleine Madame da. Ja, wer noch weitere Fragen hat, ruft einfach bei mir an, ich informiere alle gern. Und jetzt zeige ich es nochmal rundum und umher. So. So eine hübsche Maus ist das. Okay? Ja, da haben wir noch winken. Sagen wir tschüss, Papa. Baba. Und jetzt zum Vergleich, ein echter Cocker Spaniel. Die ist auch 4 Monate alt, ist eine äußerst kleinwüchsige Hündin, ganz eine schöne. Da schauen wir in die Kamera. So. Okay. Und im Vergleich, der echte Cocker hat natürlich überall lange Haare. Okay. So, ganz eine brave ist das. Ja. Also wie gesagt, jetzt habt ihr den Unterschied ein bisschen gesehen. Was ist Cockapoo? Was ist Cocker Spaniel? Das ist ein englischer Cocker Spaniel, weil es gibt da über 10 verschiedene Spanielarten. Und ganz beliebt ist eben auch diese Poo-Mischung, was ich gerade hergesagt habe, weil es einfach klasse ist, wenn ein Hund keine Haare verliert. Okay, das war heute der Bericht.